Guten Morgen. Wir sind mal wieder schön gepackt mit allen Sachen und sind auf dem Weg heute nach Istern, um wieder schön für den Kurs zu produzieren. Wir wollen den Morgen ausnutzen, A wegen dem Licht und B, weil es ja nicht ganz so heiß ist. Wir fahren ungefähr nur eine Viertelstunde hin und haben Minimum 3 Yoga-Videos vor, 3 Videos für den Kurs und mal schauen, vielleicht geht noch was anderes. Los geht's! Wir sind am Ziel angekommen nach einer kurvigen Fahrt. Ich glaube, mir war noch nie so oft schlecht als Beifahrer. Noch nie so oft, nein. Das sind so kurvige Straßen und als Beifahrer, wenn man auf die Karte guckt oder eben eine GoPro hält, es ist anders. Unsere erste Location mit diesem View. Ihr seht es, die Sonne ist gerade am Aufgehen. Wir sind gespannt, wie lange es dauert, bis die Sonne hier über den Berg gekrabbelt ist. Ich glaube, es dauert nicht mehr allzu lange. Der Schatten wandert auch schon relativ schnell. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, hier ein Video für YouTube zu drehen, weil ja, die Location ist einfach genial und ganz ehrlich, auf YouTube darf es auch mal sein, nicht nur für den Kurs. Ja, aber was für ein YouTube-Video, das schauen wir gleich. Location 1 ist fertig. Auf geht's zu Location Nummer 2. So, erste Aufnahme, beziehungsweise eigentlich die zweite Aufnahme, aber für den Kurs haben wir ein Video fertig, was relativ lang ging. Jetzt ist es schon wieder um 12, ich merke auch meinen Magen, aber wir wollen noch ein bisschen weitermachen, weil es ist einfach so schön hier. Was ein bisschen am Nervenkitzel macht, sind die ganzen Ameisen, die immer mal auf die Matte zu Besuch kommen, weil man eben halt nicht weiß, ob sie einen jetzt beißen oder nicht beißen. Aber ich wurde relativ gut in Ruhe gelassen, bis auf die Fliegen, die sind schon auch wieder ein bisschen nervig. Aber ja, unser Equipment hat noch Platz für mehr, wir haben noch ein bisschen Lust für mehr, wir haben auch Essen dabei, alles ist super. Und jetzt machen wir hier noch ein Reel und dann laufen wir schon wieder weiter zur nächsten Location. Oh, schaut euch das an. So schön. Wir haben vorhin ein paar Leute getroffen, die uns diesen neuen Weg hier empfohlen haben. Normalerweise wären wir jetzt da runter gegangen, aber wir gehen jetzt mal hier hoch. Hier soll eine richtig tolle Plattform sein. Perfekt, um Yoga-Videos zu machen. Lasst uns das mal auschecken. Ich möchte euch den Platz nicht vorenthalten. Er ist schön, aber leider steht hier ein Auto. Und deswegen können wir diesen Ort mit diesem Blick hier jetzt nicht so ausnutzen. Aber ist nicht schlimm, weil wir wollten ja eh woanders filmen. Schon schön. Wir haben wieder die nächste Einheit für den Kurs im Kasten. Das war die Location. Und jetzt müssen wir den ganzen Berg erstmal wieder nach oben zurück. Und dann wartet eine warme Cola auf uns. Die wir im Auto gelassen haben, um Gewicht zu sparen. Nichtsdestotrotz sind unsere Rucksäcke besonders schwer. Vor allem Christoph, sein Rucksack ist schwer. Da sind zwei Körper drin, also Kamerakörper. Drei Linsen, zwei Stative, beziehungsweise ein Stativ hat er mir jetzt abgegeben. Aber die hat schon ordentlich Gewicht und jetzt müssen wir erstmal hier wieder 150, 200... Ah ja, der Gimbal ist auch noch drin. Und jetzt müssen wir erstmal hier 150, 200 Höhenmeter wieder da hochstapfen. Wann ist es denn so warm geworden? Zum Glück geht ein bisschen Wind. Da hoch müssen wir. Nein, Spaß.
Oh, ich bin echt froh über meinen Hut. Schattenspender. Endlich am Auto. Leicht dehydriert, aber aufgefüllt. Wir haben uns jetzt entschieden, nicht mehr zu filmen. Es ist einfach jetzt zu spät und zu heiß und wäre nicht schlau, das jetzt zu machen. Wir fahren jetzt nach Hause, gehen heute nicht einkaufen. Wir gehen heute direkt zum Pool und haben uns überlegt, morgen die Einheit wollen wir am Strand filmen mit Sonnenaufgang. Hier geht die Sonne erst um 8:30 auf, also sehr, sehr spät. Und das heißt, spricht eigentlich nichts dagegen, das mal am Strand auszuprobieren. Und darauf freue ich mich. Morgen Beach Day, beziehungsweise einmal vormittags am Strand und hoffen, dass alles gut geht. I just seem to bring it down, baby. I just seem to bring it down.